würde sich die Welt verändern, wenn ein antikes Buch plötzlich erschreckendes Wissen über die Menschheitsgeschichte offenbart? Genau das könnte auf eine 2000 Jahre alte Bibel zutreffen, die von der Kirche versteckt wurde und nur durch einen Zufall überlebte. Das Buch Henoch war für mehr als ein Millennium aus dem kollektiven Gedächtnis der Menschheit verschwunden und kehrt jetzt zurück. Nur wenige Mönche in Äthiopien wussten die ganze Zeit, wie wichtig diese Schrift für die Menschheit eines Tages sein wird und wieso sie ausgerechnet jetzt zurückkehrt. Kann es Zufall sein, dass ein Buch, das 2000 Jahre verschollen war, jetzt wieder auftaucht und uns die wahren Ursprünge der Menschheit offenbart? Wir leben in einer Zeit, in der sich Menschen längst nicht mehr mit den alten Erklärungen der Kirche oder der Wissenschaft zufrieden geben. Weltweit sind die Beweise überwältigend, die uns zeigen, dass wir als Spezies wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte haben. Das Buch Henoch war der Kirche durchaus bekannt, doch man entschied sich, die brisanten Erzählungen komplett aus der Bibel zu streichen. Erst im 18. Jahrhundert tauchten mit dem Humanismus und dem Beginn der kirchenunabhängigen Wissenschaft erste Kapitel wieder auf. Seitdem werfen die Geschichten von gefallenen Engeln und den riesenhaften Nephilim ein neues Licht auf die christliche Kosmologie und stellen unser Verständnis davon, was es bedeutet, menschlich zu sein, auf den Kopf. Erschreckende Erkenntnisse über die Menschheit. Trotz seines Alters und seiner Bedeutung in den ersten Jahrhunderten des Christentums wurde das Buch Henoch aus dem Kanon der Bibel ausgeschlossen. Das wirft Fragen auf, wieso ein Werk, das einst genauso weit verbreitet und respektiert war wie viele andere Schriften, derartig an den Rand gedrängt und dann nahezu vergessen wurde. Dieses jahrtausendealte Dokument offenbart Dinge, die weit über traditionelle biblische Erzählungen hinausgeht. Eines der auffälligsten Merkmale des Buches ist seine düstere Vision der menschlichen Zukunft. Es spricht von apokalyptischen Ereignissen und göttlichen Urteilen, die über die Menschheit kommen werden. Prophezeiungen des Untergangs und der endgültigen Abrechnung für die Sünden der Menschheit sind beängstigend, doch sie zwingen uns auch, über die Konsequenzen unseres Handelns nachzudenken. Ein weiterer beunruhigender Aspekt des Buches Henoch ist die Erzählung von den Nephilim, einer wilden Rasse, die von gefallenen Engeln mit menschlichen Frauen gezeugt wurden. Die Geschichten Henochs stellen durch komplexe Verbindungen traditionelle Vorstellungen von Gut und Böse auf den Kopf und enthüllen eine ganz andere Ordnung, als das Bild der Kirche uns vermitteln möchte. Das Buch Henoch erzählt zudem angeblich magische Formeln und verbotenes Wissen, das Eingeweihte ermächtigen, aber auch zu ihrem Verderben führen kann. Es spricht von antiken Technologien, himmlischen Geheimnissen und verborgenen Wahrheiten, die das Potenzial haben, unsere Weltordnung zu erschüttern. Wir wissen, dass die Bibel voll ist von Texten, die uns heute bizarr bis schauderhaft vorkommen, und die Bibel ist sicher auch kein Werk, in dem Engel nur eine frohe Botschaft verkünden. Gewalt, Unrecht und düstere Szenen sind allgegenwärtig. Doch wieso wurde ausgerechnet Henochs Buch dann verbannt? Wer war Henoch? Es ist mysteriös. Henoch ist eine Gestalt, die in verschiedenen religiösen Traditionen auftaucht, doch in der Kirche kaum Erwähnung findet. Dabei hat er große Bedeutung. Das Alte Testament und der Tanach der Juden, die in den Grundzügen identisch sind, schildern Henochs Leben und seine ungewöhnliche Bedeutung im Buch Genesis. Henoch ist kein geringerer als der siebte Nachkomme Adams, der Vater von Methusalem und der Urgroßvater von Noah. Genesis 5,24 sagt: Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Diese Passage hat zu viel Spekulation und Interpretation geführt, insbesondere über die Bedeutung von Wandeln mit Gott und was genau mit Gott nahm ihn hinweg gemeint ist. Viele verstehen diesen Absatz so, dass Henoch nicht den Tod erfuhr, wie es die meisten Menschen tun, sondern stattdessen von Gott lebend in den Himmel aufgenommen wurde. In der jüdischen Kabbala wird Henoch von Gott in den Erzengel Metatron verwandelt, der Gottes Lieblingsengel ist und von anderen Engeln beneidet wird, weil er menschlich war. Kaum vorstellbar, dass eine Persönlichkeit mit dieser ungewöhnlichen biblischen Vita einfach von der Kirche verbannt wird. Im Neuen Testament wird Henoch an mehreren Stellen erwähnt, doch das Buch Henoch wurde niemals im Kanon der christlichen Bibel akzeptiert. Henochs Rolle spielt praktisch keine Rolle, obwohl er der einzige Mensch war, der lebend zu Gott aufstieg. Im Islam ist Henoch als Idris bekannt. Der Koran erwähnt Idris an zwei Stellen und preist ihn als einen Propheten sowie als einen wahrhaftigen und gerechten Menschen. Es wird angenommen, dass Idris ebenso wie Henoch in den Himmel aufgenommen wurde, was seine hohe Stellung bei Gott unterstreicht.
Traditionen und Überlieferungen außerhalb des Korans erzählen von Idris Weisheit, seinen Beiträgen zur Schrift und Wissenschaft und seiner Rolle als Vorläufer der Propheten. Enochs Buch war verschollen. Jahrhundertelang hüteten Mönche in Äthiopien das Geheimnis um das Buch Enoch. Die westliche Kirche hätte es gerne für immer vergessen, doch dann stießen Historiker in Afrika auf die außergewöhnliche Schrift. In Äthiopien gibt es eine besondere christliche Kirche, die urtümlicher ist, eine andere heilige Schrift und andere Überlieferungen kennt. Im 18. Jahrhundert gelangte Enochs Buch erstmals wieder nach Europa und trat langsam aus dem Schatten der Kirchengeschichte. Seitdem ging es durch die Hände von Mystikern, Forschern und Gelehrten. Viele wollen im Buch Enochs den eigentlichen Ursprung der Menschheit erkennen. Der Umstand, dass Gott Enoch so sehr liebte und ihn als seinen Schreiber zu sich holte, zeigt, wie hoch gepriesen das Wort Enochs war. Angeblich fanden viele altchristliche Schriften ihren Weg auf verschlungenen Pfaden in die Region Abessinien in Ostafrika. In der äthiopischen Kirche sollen auch die Urtexte der 10 Gebote in der Bundeslade sicher verwahrt verweilen. Es scheint fast so, als habe sich in Äthiopien ein Rest der Urkirche mit echten, unverfälschten Büchern und Botschaften erhalten. Die äthiopisch-orthodoxe Tewahedo-Kirche gilt als eine der ältesten christlichen Konfessionen der Welt. Ihre Ursprünge können direkt auf das erste Jahrhundert nach Christus zurückgeführt werden und es wird angenommen, dass das Christentum durch den Eunuchen Schatzmeister der Königin von Äthiopien eingeführt wurde. Im 4. Jahrhundert wurde das Christentum durch Frumentius, einen syrischen Christen, der zum ersten Bischof Äthiopiens geweiht wurde, als Staatsreligion etabliert. Die äthiopisch-orthodoxe Heilige Schrift umfasst mehrere Bücher, die in anderen christlichen Traditionen nicht zu finden sind. Eben weil diese Kirche die älteste christliche und wahrscheinlich die unverfälschteste ist, suchen Historiker heute gerne in Afrika nach den verlorenen Wahrheiten der Christenheit. Die älteste Variante des Buches Henoch ist in der Ge'ez-Sprache überliefert. Für Sprachexperten ist diese alte äthiopische Schriftsprache nicht schwerer zu entschlüsseln als Latein. Das Buch Enoch und die Varianten, die inzwischen in Europa im Umlauf sind, gelten daher als unverfälscht und authentisch. Die äthiopisch-orthodoxe Kirche bewahrt aber nicht nur einzigartige Schriften wie das Buch Henoch, sondern auch jahrhundertealte Traditionen und Praktiken, die wahrscheinlich noch so sind, wie erste Christen sie vor fast 2000 Jahren überall feierten. Unsere christliche Welt verlor erst durch zahlreiche Übersetzungen von Originaltexten und die Zensur der Kirchen diese Ursprünglichkeit. In Äthiopien ist man übrigens der Meinung, dass das Buch Enoch die Ursprünge des Bösen und der Sünde in der Welt erklärt. Es zeigt, dass Menschen einen zweischneidigen Hintergrund haben. Sie können sich dem Guten zuwenden oder von diesem abfallen und in der Dunkelheit wandeln. Allein die Liebe Gottes und die Hingabe an Gott kann die Menschen retten. In der spirituellen Hierarchie und Kämpfen sehen die Gelehrten des äthiopisch-orthodoxen Glaubens das ganz normale Wirken der Kräfte des Kosmos und innerhalb der Schöpfung. Die Aufgabe von uns Menschen ist es, der Dunkelheit zu widerstehen und uns dem göttlichen Licht zuzuwenden. Die Kosmologie des Buches Henoch präsentiert ein Weltbild, das von himmlischen Reisen, visionären Erfahrungen und tiefgreifenden Offenbarungen geprägt ist. Diese visionären Reisen durch verschiedene Himmel und die daraus resultierenden Einsichten sind mit dem Schicksal der Seele und dem Endziel der Schöpfung identisch. Was verbirgt die Kirche vor uns? Trotz seiner tiefgreifenden Einblicke und der faszinierenden Erzählungen ist das Buch Henoch in der katholischen Kirche geächtet. Selbst unabhängige kirchliche Gelehrte begegnen den Schriften oft mit Skepsis und Ablehnung, weil die so ganz anders sind als das Bild, das die christlich-abendländische Kirche zeichnet. Diese Gelehrten betrachten den Text als nicht göttlich inspiriert und behaupten, dass die unkonventionellen Darstellungen von Engeln, apokalyptischen Visionen und esoterisch anmutende Passagen eher darauf schließen lassen, dass das Buch aus einer dubiosen Quelle stammt. Die Geschichte der Bibel, wie wir sie heute kennen, ist ein spannendes Kapitel. Schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus gab es viele Schriften über das Leben Jesu, die Lehren der Apostel und verschiedene geistliche Texte. Diese Texte waren in verschiedenen christlichen Gemeinden unterschiedlich verbreitet und anerkannt. Besonders wichtig wurden die 4 Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe des Paulus und einige andere Dokumente, die in Gottesdiensten immer wieder gelesen und verwendet wurden. Doch trotzdem gab es Unterschiede, die zu Unstimmigkeiten bezüglich der Botschaft führten. Mit der Zeit wurde es immer wichtiger, genau festzulegen, welche Schriften als fester und echter Teil der Heiligen Schriften gelten sollten. Damit wollten Geistliche in den Anfängen falsche Lehren verhindern.
Die ersten Listen von anerkannten Schriften waren noch sehr freizügig, dann wurde es immer strikter. In den Konzilien von Hippo im Jahr 393 und Karthago im Jahr 397 wurde das Neue Testament, wie wir es heute kennen, festgelegt. Diese Konzilien bestätigen die 27 Bücher des Neuen Testaments, die von allen christlichen Gemeinden weitgehend akzeptiert wurden. Die Auswahl, welche Schriften in die Bibel aufgenommen werden sollten, folgte klaren Richtlinien. Wichtig war vor allem, dass ein Text auf die Apostel oder ihre engen Begleiter zurückgeführt werden konnte. Schriften mussten in Einklang mit den bereits anerkannten Glaubensüberzeugungen stehen und alles, was hier aus der Rolle fiel, wurde nach und nach verboten. Kritiker des Kanons führen gerne an, dass die Auswahl der Texte zu einer Zeit erfolgte, in der schon niemand mehr wissen konnte, was authentisch ist und was nicht. Es wird behauptet, die Texte wurden immer mehr nach Kriterien ausgewählt, die ein bestimmtes Bild vermitteln sollen und irgendwann nur noch dazu dienten, Menschen zu instrumentalisieren, statt ihnen echte Freiheit zu bringen. In den vatikanischen Archiven lagern angeblich tausende Briefe, Evangelien von unbekannten Verfassern und weitere frühchristliche Schriften, die es niemals in die Bibel geschafft haben. Ob diese Schriften wirklich gottlos sind, wird häufig angezweifelt. Mitte der 1940er Jahre tauchten in einer Höhle am Toten Meer Dutzende Schriftrollen auf, die sehr alte christliche und jüdische Texte enthielten. Einige davon zeichnen, wie das Buch Henoch, ein ganz anderes Bild des frühen Christentums und auch des Lebens von Jesus Christus. Und damit sind wir am Ende des Videos. Wenn du in Zukunft nichts Neues mehr verpassen willst, klick gerne auf den Daumen und den Abo-Button, denn so bist du immer auf dem neuesten Stand und wir hören uns bald wieder. Bis dann!